Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Masterplan. Erstens 3D-Drucker kaufen, zweitens 3D-Drucker drucken, drittens 3D-Drucker verkaufen. Dieser Moment, wenn ich so Titten, alle so, wow, NSA so, fab, 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 Schweizer so, oh ja, ist ja geil, Spiritz auf Titte. Meine Freundin hatte heute ihren 18. Geburtstag. Das erste, was sie zu mir sagte, war, gratuliere, jetzt bist du kein Kinderficker mehr. Ich liebe sie. Ali hat keine Arme. Er hat zum Geburtstag eine Armbanduhr bekommen. Nein, Spaß, er hat das Geschenk noch nicht ausgepackt. Gähnen ist die Art deines Körpers zu sagen, 20% Akku übrig. Das Fernsehen ist schon lange die vierte Macht im Staat. Wir haben also Legislative, Judikative, Exekutive und Primitive. Ich war am Wochenende so besoffen, dass ich nackt bei Kick einkaufen war. Wie peinlich, bei Kick. Dieser Moment in der Klasse, wenn ich, Hatschi, Klasse, ist ruhig. Mädchen, Hatschi, Klasse, Gesundheit, meine Schöne. Gott schütze dich vor deinem furchtbaren Nieser. Satan, verschwinde aus ihrem mächtigen Körper. In der Umlaufbahn deiner Mutter kreisen Chips und Leberwurst. Einer von uns beiden ist blöder als ich. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie 10? Ungeduldig sind sie. Facebook-Spieleanfragen. Die Zeugen Jehovas des Internets. Ich bin so unentschlossen, als japanischer Krieger wäre ich ein Nunja. Auf Deutsch könnte man Namen wie Walkie Talkie nicht ernst nehmen. Ich meine, wer kauft sich schon ein Laufi Sprechi? Knigge in 30 Jahren. Warten Sie, bis Babus Ihnen das Digger anbieten. Verwenden Sie vorher Alter oder Junge. Ironie lässt sich durch eine 15-jährige Mutter definieren, die Schutzhüllen für ihr iPhones haben. Winterspiele in Russland. Ich hoffe, unsere Leute sind dieses Mal besser ausgestattet. Wenn mir im Büro langweilig ist, ersetze ich den Schreibtischgartenzwerg meines Kollegen heimlich durch einen 2 cm größeren. Jeden Tag. Meine Mama hat ganz viele schwarze Lederoutfits in ihrem Schrank und geht nur nachts aus dem Haus. Leute, ich glaube, sie ist Catwoman. Das Wetter ist so herrlich, da könnte man ja glatt was unternehmen. Oh, eine Couch. Von wegen Yu-Gi-Oh! Deckbox. Früher war das noch ein Reichsduellierkasten. Schöne Meinung, gibt sie auch mit Ahnung? Vater. Ali, bring mir Tee. Ali, Zauberwort. Vater. Gürtel. Ali, okay, kommt sofort. Frauencurling. Oder auch sich zum Olympiagold putzen. Wie viele Frauen braucht man, um eine Damenfußball-WM zu gewinnen? Keine Ahnung, schaut sich eh kein Arsch an. Was ist besser, als 2 Medaillen bei den Paralympics zu gewinnen? Nicht behindert zu sein. Mein neuer Keller ist endlich fertig. Ihr seid alle herzlich zur Einvergewaltigungsparty eingeladen. Jo Leute, lustige Witze gibt's ab jetzt jeden Freitag um 17 Uhr. Gebt mal einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und klickt auf Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Haut rein, bis nächste Woche.